Irgendwas stimmt mit meiner Kamera nicht. Egal. Hi und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute dachte ich, ich möchte euch mal was erzählen, wo ich ehrlich gesagt selbst nicht besonders viel drüber weiß, was aber für einen Asperger ein sehr interessantes Thema sein könnte. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt heute zwischen der Aufnahme und der Recherche fast eine Stunde Auszeit gebraucht, weil mir schwirrt der Kopf. Aber ich habe zumindest, und das ist wirklich das Maximum, entschuldigt, das war mein Virm, das war schon. Also bitte, also mein Virenprogramm hat es heute aber arg, aber ich habe heute viel recherchiert und alles, was ich rausgefunden habe, auf dieses kleine Blatt Papier gepasst. Und an sich finde ich das schon an sich sehr skandalös, dass man sich darüber so wenig es zur Information gibt und dass man da nicht so viel dran rumforscht. Und ich finde es einfach schade, weil es eben so eine essentielle Sache im Thema Asperger ist und weil eben wirklich, man kann sagen, was man will, ist es auch für andere Leute bestimmt ein interessantes Thema. Und ja, ich denke auch, dass es für die HSPler ein interessantes Thema ist, weil nach meiner Theorie, das ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt oder so, aber ich kenne jemanden, der ein HSPler ist, also High Sensitive, und der ist genau das Gegenteil von mir. Deswegen verstehe ich mich komischerweise sehr gut mit ihm, weil er mein Fehlen ergänzt. So, jetzt werden aber wahrscheinlich viele von euch fragen, um was geht's überhaupt? Und ich möchte nochmal voraus abnehmen, ich kann nicht garantieren, dass dieses Thema mir liegt. Ich kann nicht garantieren, dass ich hier alle Infos genau richtig informiere. Also alles, was ich herausgefunden habe, habe ich aus dem Internet. Also es kann sein, dass da Fehler drin sind, es kann sein, dass da irgendwelche Teile falsch sind. Wenn jemand was anderes dazu weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, ich fange hiermit an mit Wissen mit Elena, nämlich zum Thema Spiegelneuronen. Es ist eine Sache, die uns Aspergern ja fehlt oder die nicht ausgeprägt ist oder die wir nicht sehr viel benutzen, die wir aber auch nicht verändern können, weil das ist in unserem Gehirn drin. Und es ist eben sowas, wo man hat, was man aber nicht bewusst benutzt. Okay, was ich euch erzählen kann, ist, dass die Spiegelneuronen sind bei uns irgendwo im Gehirn. Ich kann euch nicht mal sagen, wo, aber ich glaube in der Nähe vom Verhaltenszentrum oder so. Und ja, die sind dafür zuständig, dass man die Dinge, die man wahrnimmt, bei anderen mitfühlt. Also ein Beispiel, das mir sehr gut gefallen hat, ist das Beispiel der Gitarre. Meine Mutter mich dann aber verbessert hat, dass das nicht so ganz so stimmt, aber egal. Es ist so, wenn man eine Gitarrenseite zupft, dann fängt die an zu schwingen. Und manchmal schwingen die anderen Seiten ja auch mit. Und das ist dann sozusagen das Spiegelneuron, das schwingt mit anderen mit. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein gutes Beispiel war oder ob ich das Beispiel gut rübergebracht habe, aber ich habe mir Mühe gegeben. Es ist so, dass ein Spiegelneuron, entschuldigt, ich muss ein bisschen ablesen, deswegen auch dieses manchmal gerade unten gucken, ist dafür da, dass man, wenn jemand zum Beispiel sich den Finger schneidet, dass man den Schmerz sozusagen mitfühlt. Also nicht, man hat den nicht, aber man weiß, dass es weh tut und man ist dann mitfühlend. Was ist denn überhaupt? Ja, jetzt komme ich gerade an meine erste Grenze, weil ich weiß nicht so richtig, was Mitgefühl ist. Und ja, jetzt wäre es mir am liebsten, wenn meine Mom da wäre, die mir ein bisschen unter die Arme greifen könnte, aber ich bin gerade völlig alleine. Und ja, das ist, wartet mal ganz kurz. Mami? Ja? Kannst du mir ganz kurz helfen? Ja? Ich bin gerade mitten in meinem Video und bin jetzt gerade an meinem ersten Knackpunkt angekommen, nämlich ich versuche gerade zu erklären, wenn man sich einen Finger schneidet und dass wenn es dann jemand anders sich einen Finger schneidet und man das dann mitfühlt, ja, dass das dann die Aufgabe von Spiegelneuronen ist. Jetzt ist nur gerade... Nee, das Spiegelneuron erkennt, dass Not da ist und springt schneller an, um zu helfen. Mhm. Du solltest ein bisschen näher herkommen, weil sonst hört man dich nicht. Ich habe nicht so ein gutes Mikro. Wenn jemand mitfühlend ist, mhm,
dann kann er erkennen, dass vielleicht Not ist und dass er helfen sollte. Möchte ich dich hinsetzen? Aber nee, das kann wahrscheinlich nur jemand erkennen, der eben mitfühlend empathisch reagiert. Mhm. Und angeblich geht das nur mit Spiegelneuronen. Mhm. Und ich bin, wo ich jetzt gerade hängen geblieben bin, ist, ich habe keine Ahnung, was Mitgefühl ist, um ehrlich zu sein. Das sollte man vielleicht nicht so. Das soll ja der Knackpunkt sein, ja, ich dass weiß, ohne Spiegelneuron vielleicht Mitgefühl gar nicht ausgeprägt werden kann. Ich habe, also was ich weiß, ist, dass das Spiegelneuron, das hat man von Geburt an. Und das ist dann so, dass die meisten, das merkt man auch schon bei Säuglingen, also dass die dann solche Dinge machen wie, wenn Muttis Gesicht verzieht, verziehe ich es auch. Oder wenn Mami traurig ist, bin ich auch traurig. Die spiegeln sozusagen das, was sie sehen, wiederum bei sich. Und so lernt man die Empfindungen, genau. Und so lernt man auch Sozialverhalten, weil man viele Dinge, die die anderen Leute wissen, einfach vom Sozialverhalten her, müssen wir Asperger oder eben auch ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber ich muss das hart lernen, trainieren. Ich muss diese ganzen zwischenmenschlichen Sachen, die weiß ich nicht von alleine, die muss ich mir von meinem Kopf aus überlegen, wie jetzt die Situation ist. Und da mal falsch zu liegen ist, nennen wir es mal so, sehr viel vorhanden. Ich liege oft falsch bei diesen Dingen, aber ich habe ja zum Glück oft Leute in meiner Umgebung, mit denen ich diese Sachen bereden kann und die mir da auch helfen. Aber an sich ist es eben so, dass ich gerade anfange zu labern. Es tut mir leid. Ich weiß echt nicht viel über dieses Thema Mitgefühl und so. Da bin ich wirklich die totale Niete. Da kann ich euch überhaupt nie keine Tipps dazu geben. Was ich weiß, ist, ich bin oft froh, dass ich nicht mitfühlend bin, weil ich dann eben so denke, wenn jemand anderes einen Schmerz hat, den muss und ich den auch mitfühlen muss, das ist ja wohl voll doof. Aber manche Tage, da habe ich natürlich schon auch dieses Bedürfnis, dieses einfach es zu können. Ich weiß auch nicht warum, aber weil ich einfach denke, dann wären die Kopfschmerzen vielleicht einfacher, wenn ich mir bei Kommunikation nicht all die Regeln aus dem Kopf raus lernen müsste, sondern wenn ich es einfach kann von Natur aus. Und ja, da denke ich dann wieder, es wäre schon cool, Spiegelneuronen zu haben. Oder ausgeprägtere zu haben. Oder man weiß es ja nicht. Also, was ich auf jeden Fall noch sagen kann, ist entschuldigt. Ja, ich bin irgendwie. Was ich auf jeden Fall in einem kurzen Bericht gehört habe, ist, dass da voll die fette Motte gerade um mich rumfliegt. Also das habe ich jetzt in keinem Bericht gesehen, aber bei mir fliegt gerade voll eine fette Motte durch die Gegend. Ja, aber was ich in einem Bericht erfahren habe, ist, dass die Spiegelneuronen auch für dieses Rudelverhalten verantwortlich sind, den Wunsch des Menschen, in einem Rudel zu sein und gleich zu sein, der hat irgendwie auch irgendwas mit den Spiegelneuronen zu tun. Also, ich habe den aus einer Internetseite, die heißt Planet Wissen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, da gibt es viel zum Nachlesen und ist auch sehr informativ. Mein Wissen ist hiermit übrigens echt ausgeschöpft. Was ich weiß, ist, dass ich als Lebewesen, das keine Spiegelneuronen habe, durch viel Übung und natürlich auch durch Training, wobei ich da gerade zurzeit kein gutes Beispiel bin. Ich habe mein Training schleifen lassen. Es tut mir auch leid in gewisser Form. Nee, tut es nicht. Wenn ich gerade so drüber nachdenke, ich hatte einfach keine Lust auf dieses Training und deswegen habe ich es dann auch nicht gemacht. Und jetzt merke ich gerade manchmal so an so kleinen Sachen, dass ich eben gerade total aus dem Training raus bin. Und ja, ich hatte mal so einen Ansatz, ich sammle Gesichter, damit ich mir mal die Mimiken einprägen kann. Aber irgendwie habe ich das dann nach ein paar Wochen schon wieder überholt und habe es dann gelassen. Und ja,
jetzt bin ich eben gerade voll aus dem Training raus und was eben all diese Aufgaben, die Spiegelneuronen unterbewusst bei den vielen Menschen macht, muss ich in meinem bewussten Kopf trainieren und machen und tun und dann zum richtigen Zeitpunkt auch wirklich abspielen. Und das ist manchmal wirklich nur anstrengend und dann bin ich einfach auch wirklich manchmal froh, wenn ich alleine bin oder wenn ich chatten kann. Das ist auch so eine tolle Sache, wenn ich dann sagen kann, einfach nur übers Schreiben. Dann muss ich schon die ganze Mimik nicht sehen und dann muss ich dann schon einen Punkt, wo ich weniger drauf achten muss. Aber wenn der andere mir einfach sagt, was in ihm vorgeht, ist es dann auch sehr hilfreich. Und ja, auch wenn ich keine Spiegelneuronen habe, was ich wirklich interessant finde, viele Leute sehen, da schnellt sich jemand den Finger und dann können sie nicht reagieren, weil sie eben zu mitfühlend sind. Ich bin dann so jemand, ich renne los und hole Pflaster und so, weil ich dann einfach an dieses, es blutet, man muss die Wunde versorgen, denke. Und nicht an, ouch, da hat sich jemand den Finger geschnitten, oh, tut das weh oder so irgendwas. Aber ich kann euch einfach nicht erzählen, wie es ist mit Spiegelneuronen, weil ich eben, wie gesagt, keine habe. Oder eben nicht ausgeprägt. falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde mir Mühe geben, die euch zu beantworten. Oder erzählt mir, wie es bei euch ist, ob ihr auch solche Probleme habt. Oder erzählt mir irgendwas, was ihr denkt, was wichtig ist, so vom Sozialverhalten her. Was ist für euch der wichtigste Punkt im Sozialverhalten? Das würde mich allgemein so interessieren. Mal, ist es das Zusammensein oder ist es die Kommunikation? Es wäre einfach mal so interessant für mich als Asperger zu erfahren, wie das bei anderen Aspergern ist oder wie es bei Nicht-Aspergern ist. Erzählt mir was, ich freue mich dann, okay? Ja, und ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder... das wäre dann die bell.ritma@outlook.com oder schreibt mir auch gerne, wenn ihr mögt, einfach eine Nachricht auf Twitter oder auf Facebook. Ich bin, auch wenn es sich jetzt ein bisschen blöd anhört, aber ich bin wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche fast online, weil es meine einzige soziale Ebene ist. Außer natürlich an Tagen, wo ich weg bin. Jetzt laber ich. Es tut mir leid. Aber ich lese auf jeden Fall jede Nachricht. Ich lese alles. Und ja, ich hoffe, dass euch dieses Video ein wenig geholfen hat. Was mir auf jeden Fall, was mir geholfen hat, war die Seite, wie gesagt, Planet Wissen. Da habe ich einfach Spiegelneuronen gesucht und ja, da habe ich dann Infos bekommen. Und es war auch sehr interessant. Ich hoffe, dass wir uns am Freitag wiedersehen. Bis dahin, tschüss!